dann wollen wir mal hier einen Film drehen von der sogenannten Landeshauptstadt. Ah ja. Ne? Wir wissen ja, dass die Landeshauptstadt in Niedersachsen sich im Moment nicht mit Ruhm bekleckert. Der Inzidenzwert eine Katastrophe. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, so ist das. Der Inzidenzwert ist hier eine Katastrophe und in Schwerin ist er ganz unten. Das ist die traurige Wahrheit. Jetzt kann man natürlich damit argumentieren, dass MV ein viel kleineres Bundesland ist und dass es nicht von anderen Ländern umgeben ist. Das ist auch alles richtig. Aber trotzdem finde ich das... ich wundere mich, wie das so weit kommen konnte, dass es hier, dass es hier nicht besser wird mit den Bären. Hier ist die Oper. Das ist die Nationale. Nee, Nationale, man weiß es nicht. Ja, es ist jedenfalls, es ist eine Oper. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ist auch egal. Ja, wird irgendeinen Namen haben. Hier ist nichts Besonderes. E-Ladestation gibt es ja mittlerweile nicht nur in Stralsund und Rostock und Wismar, sondern ja in vielen Städten in Deutschland. So, dann haben wir hier, ja, ne, für Hamburger Fans, ja, wer es mag. Was ich originell finde, die haben hier gar kein Schild aufgestellt, wo die Maskenpflicht beginnt. Das finde ich ein bisschen blöd, weil so weiß ich gar nicht. Nö. Nö. Ja. Naja, so, hier haben sie die Haltestelle der Straßenbahn und, achso, da wird kein Eis verkauft, das ist dennoch nur im Sommer. Naja, schade, weil eigentlich ist die Temperatur ja jetzt nicht katastrophal kalt. So, hier haben wir die Station. Und hier tummelt sich viel Volk. Ja, man hört es schon. Es sind auch Menschen dabei, die aus dem Ausland sind, ne? Ja, manchmal, dann ist das wahrscheinlich schon so, dass die Leute, ja gut, du verstehst die Sprache der Leute sowieso nicht. So, jetzt muss ich mich mal eben konzentrieren. Hier ist richtig und dann ist, nee, hier nicht. Hier nicht, hier nicht. Nee, das ist hier. Also man sieht es schon, es ist eine gewaltige... eine gewaltige Anlage. So, und ich muss jetzt die Nummer 9 nehmen. Sonst lande ich
nicht da, wo ich hin will. Leider fährt da nur eine Straßenbahn hin. Das finde ich ein bisschen dämlich, aber naja. Ja, hier sieht man jetzt die neuen Straßenbahnwagen. Ja. Ob man sie gut findet. Okay, das finde ich allerdings jetzt schon frech. Offensichtlich haben sie sich entschieden, dass die Linie 9 nur noch alle Viertelstunde fährt. Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Für den Freitagnachmittag. Was ist das denn für ein Blödsinn? Nö, fährt sie auch nicht. Das ist hier nicht richtig. Die Anzeige, die stimmt nicht. Die stimmt nicht. Da steht Blödsinn. Naja, mal abwarten, was das jetzt soll. Ja, hier sieht man schon, ne, wie die Station normalerweise, sag ich mal, ne, also wenn hier ein normaler Alltag ist, nächstes Jahr wird es dann ja wahrscheinlich wieder soweit sein, wenn wir alle geimpft sind, dann wird hier sicherlich mehr los sein. Nachtsternverkehr machen sie hier auch nicht. Aha. Ach so, deswegen machen sie es nicht. Weil sie davon ausgehen, dass die Menschen hier nachts nicht mehr unterwegs sind. Was natürlich, naja, das kann man so und so sehen. Die Leute müssen ja nachts trotzdem arbeiten. Aber egal. Das sind deren Straßenbahnen. Ja. Schon modern, ja, also gut, es ist die Landeshauptstadt und deswegen sollte man auch davon ausgehen, dass die Leute als Landeshauptstadt hier etwas Moderneres vorgesetzt bekommen. Ja, ansonsten ist das hier eine ja, weitestgehend sehr großzügig angelegte Station. Ja, also man muss wirklich sagen, die Rolltreppenanlagen sind schon Gigantomie. Vor allem die Anzahl. Also in Hamburg gibt es ja, wer Hamburger ist, weiß es. Den U- und S-Bahnhof Jungfernstieg. Aber nichtsdestotrotz braucht man da nicht so viele Rolltreppenanlagen wie hier. Was natürlich nicht zum Vorteil ist, weil die Wartung dieser ganzen Treppen wird sicherlich einiges an Geld kosten. Ja, was ich überhaupt nicht verstehe, das ist das mit der Linie 9. Das ist mir ein Rätsel. Linie 3, Wettstern. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Da fragt man sich mal. So, jetzt ist hier die neue Straßenbahn. Ja, also man sieht es, ja, es ist nicht zu übersehen. Sie hat, also gut, ob man das jetzt mag, das sei mal dahingestellt. Dieses Design, sag ich mal, das ist Geschmackssache. Ich persönlich finde es, es ist schon
interessant gemacht, vor allem dieses diese Mini-Fensterlein hier, diese beiden. Finde ich, hätten sie ruhig etwas mehr, also etwas großzügiger. Aber gut. Ja, ansonsten ist das hier, wie gesagt, das Gegenstück zu Jungfernstieg in Hamburg. Aber das sieht jeder Auswärtige, dass das hier der Innenstadtbahnhof ist. Weil so riesig wie der ist, geht es gar nicht anders. Hier kann man dann zur Bahnhofstraße, Georgstraße hochgehen. Ja. Ich dachte ja, dass das mit der Linie 9, dass das vielleicht nur ein Fehler ist, aber offensichtlich fährt die wirklich erst in 11 Minuten. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil ewig Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Oder ich werde das anders machen, einen anderen Weg. Ja, das ist natürlich ein Ding, ja, dass der Herr Wieler Dingsterbumster jetzt merkt, dass die jungen Leute sich infizieren. Ach, guck mal. Wie ich vermutet habe, ist die Anzeige fehlerhaft, weil die nächste Linie 9 wird nämlich niemals dann kommen. So, hier fahren noch die alten Fahrzeuge. Ja, hier fahren noch die ganz alten Straßenbahnfahrzeuge. Ja, das ist so ein bisschen als, ja gut, in Hamburg haben sie ja die alten U-Bahn-Wagen endgültig verschrottet. Die gibt es nicht mehr. Die sind auf dem U-Bahn-Friedhof, aber hier haben sie eben noch die älteren Straßenbahnfahrzeuge. Offensichtlich sind die noch gut genug. Auch wenn man natürlich sieht, dass sie schon älter sind. Ja, das ist nichts zu sehen. So, jetzt fahre ich zwei Stationen. Zwei Haltestellen. Vom Waterloo und dann kommt es schon. Die Auslastung finde ich schon interessant, trotz Corona. Und dafür, dass die Zahlen hier so hoch sind. Bei denen Inzidenz von 150 in Hannover, das toppt sogar Hamburg. So. Das ist jetzt die letzte unterirdische Haltestelle. Danach sollte die Straßenbahn wieder ans Tageslicht fahren. So viele unterirdische Stationen wie in Hamburg gibt es hier nämlich nicht. Aber nichtsdestotrotz finde ich die ganz ansehnlich. So, ja, das haben sie doch mit den Wandmotiven da hinten ganz nett gemacht. So, jetzt müsste die Straßenbahn eigentlich nicht hier stehen. Ach so. So, jetzt geht's weiter. Schwarzer Bär.
Ah, jetzt die Tunnelausfahrt. Ja, wir fahren jetzt wieder ans Tageslicht. Ja, genau. Hier sehen wir wieder alles. So, und jetzt muss ich auch aussteigen. Und dann mal sehen, wo das da ist. Hier haben wir irgendeine Institution, schätze ich jetzt einfach mal. Irgendein in Hamburg Bezirksamt, bei denen hier wahrscheinlich anders genannt, schätze ich mal. Hier sieht man die abzweigende Straßenbahnstrecke. Moderne Häuser, ne? Also da hat man mal modern gebaut. So, achso, sind wir noch nicht da. Wir sind schon da, sehr schön. Das ging ja fix. Oh, hier sind wir bei einer Bauruine am Wasser gelandet. Okay. Halleluja. Bausünden muss es auch geben, offensichtlich. Hamburg ist davon los. So, man sieht hier schon den Verkehr. Und ja, es ist einiges los. Ja. So, hier sieht man die Wagen, die Linie fährt jetzt da hinten weiter. So, und wir gehen jetzt hier rüber. Offensichtlich ist das gar nicht so einfach. So, nur aber. Oh, die haben hier einen Ampelverkehr, das ist ja Wahnsinn. Das zieht sich in die Länge, das ist ja wieder so schon bemerkenswert, wie lange wir hier warten. Überhaupt gedrückt? Nee. Ja? Dankeschön.